Leute, heute geht's mal in ein etwas anderes Video. Was viele von euch vielleicht gar nicht wissen, ist, wir beide waren ein Jahr zusammen auf Weltreise. Genau gesagt, wir waren die meiste Zeit in Australien. Haben da so einen oder anderen Prank Shit erlebt. Prank Shit, oder? Ein bisschen was davon haben wir auch gefilmt, deshalb gucken wir das jetzt an. Wir müssen mal was gechillt am Anfang, so dass ihr nicht gleich denkt, Alter, was seid ihr zwei für behinderte Spaß? Ihr denkt wahrscheinlich eh nach jedem Video, aber Dumpster Diving. Ey, Dumpster Diving ist echt ein nice Video. Das ist ein guter Start. Das Dumpster Diving Video ist auf unserem 3 Monate langen Roadtrip entlang der australischen Ostküste entstanden. In Australien ist Dumpster Diving so ein ziemlich weitreichender Trend, bei dem Leute aus all die Containern Essen klauen, was sonst eben einfach weggeworfen werden würde, obwohl es meistens weder abgelaufen noch irgendwie unfrisch ist, meistens sogar noch ungeöffnet. Und für abgefuckte Backpacker wie uns, genau das ist der Richtige. Wo selber hat sich ein Bart stehen lassen im Gegensatz zu mir. Ich habe eigentlich auch versucht, mir ein Bart stehen zu lassen, aber nicht so gut geklappt. Ja, Leute, also da das letzte Video so richtig dumm war, haben wir uns jetzt entschieden, mal wieder was sinnvolles. Achtung auf den Typen im Hintergrund. Tipps verpackt. Genau, wunderschöne See. Professionell wieder mit Kamera aufgestellt und so weiter. Warte mal kurz. Was habe ich da gerade gesagt? Kamera aufgestellt und so weiter. Dumpster Time! Los, Mann. Alter, wie ich mir mein Bein aufgeratscht habe bei diesem scheiß Sprung. Bester Shot, den wir jemals gemacht haben. Wir gucken uns so wieder an. Wir geben Shot so, ja, Mann. Oh ja, das war auch geil. Und bester Shot. Aldi. Es gibt wirklich Aldi in Australien, Leute. Wie viele haben so gesagt, oh, fake, ihr seid gar nicht in Australien. Nee. Gleich, bester Joke. Jo, Manu, mach die Musik aus. Sorry. Einfach so ein Jesus-Mucki, Alter. Das hört er immer. Ja, immer wenn bei dem ins Auto steigt. Ja, er singt dann auch mit, ne? Ja. Fährt er so mit dem Blitz. So ein Knabenchor im weißen Roben auf der Rückbank. Ja, also dreistimmig, weißt du. Lass mal eins gucken, wo wir uns ein bisschen fremdschämen, so. Penang Nationalpark. Ja, das Video ist richtig, richtig spaßig, Alter. Der Penang Nationalpark liegt auf so einer kleinen Insel in Malaysia, wo wir auf dem Weg von Thailand nach Australien übergangsweise gepennt haben. Am letzten Tag vom Aufenthalt wollten wir dann halt noch ein bisschen Action und haben dann einen Tagestrip zu dem Penang Nationalpark gemacht und haben dort ein Video gefilmt. Der Joke am Anfang ist schon so richtig nerd. Okay, okay. Hallo Leute, ihr seht, wir finden uns gerade mitten im Dschungel. Und jetzt machen wir erstmal eine kleine Internet-Explorer. Oh. Google Chrome, oder? Nein, warte, warte. Ah, Safari! Ey, wenigstens haben wir es direkt eingesehen, Mann, ohne Scheiß. Boah, das war so krank. Aber das ist ein Apple, das war so krank. Das Viech war so über verschickt. Ey, ihr müsst euch vorstellen, was ihr da gerade seht. Das Ding war einfach 2 Meter groß, glaube ich so. 2, 3 Meter, sagen wir 5. Und es war so blau-gelb gepunktet. Und das ist direkt vor uns über den Weg gelaufen. Wie das Ding sich bewegt hat. Das war einfach wie so ein Türsteher, der aber nur krabbeln kann. Richtig krass, als letztes Video von unserer Weltreise schauen wir jetzt noch unsere Morning Routine an. Das Morgenroutine Video haben wir ziemlich genau in der Mitte vom Australienjahr gefilmt, wo wir jeden Tag von 9 bis ungefähr 20 Uhr gejobbt haben. Und wir waren dann noch so ultimativ broke wegen dem Roadtrip, den wir davor hatten, dass wir, um Geld zu sparen, wirklich ziemlich genau so gelebt haben, wie wir es im Video dargestellt haben. Um 7.30 Uhr beginnt der Tag in irgendeiner weißen, unscheinbaren Karre in irgendeiner seelenverlassenen Nebenstraße, 60 Meter vom nächsten Gym entfernt. Also seht ihr diese Nebenstraße da? Da haben wir halt wirklich für so 1 bis 2 Monate immer unsere Karre abgestellt und haben dann halt da auf den Vordersitzen gepennt, weil es gar nicht so unbequem war, ehrlich gesagt. Ey, was der größte Scheiß. Stimmt, bei dir war es übel krass. Und ich hab da echt immer gut gepennt. Und das ist voll verschickt gewesen. Und da waren gerade keine Soundeffekte eingefügt. Wir sind einfach immer so mit so krank quietschenden Reifen rumgefahren. Mit dem hochkomplexen, dreifach dual konditionierten Stapelsystem finden. Das Stapelsystem, was jeden Morgen über den Haufen geschmissen wurde, weil wir nur die Kurven gefahren sind. Aber das hatte diese coolen Spiele, da seht ihr das auf dem Bildschirm. Oh, ich hasse diese Musik, Mann. Warum haben wir die ausgewählt? Ich finde die so scheiße. Also schreibt mal in die Kommentare, ob ihr die Musik gut findet oder scheiße. Okay, der Teil hier ist wahrscheinlich der unrealste aus dem ganzen Video. Wir sind nie so lässig aus dem Gym rausgelaufen, sondern immer rausgeraced, weil wir immer spät dran waren. Und wie jeden Tag geht's um Punkt 9 Uhr los in die Arbeit. Hey, wo ist der Schlüssel, Mann? Nicht schon wieder. Hey, man. We're gonna be late again. Und das ist wahrscheinlich dann wiederum der realste Teil des Videos. Hat sich bis heute nicht wirklich viel geändert daran, dass wir eigentlich immer unsere Schlüssel verlegen, unsere Handys sowieso. Und immer zu spät sind. So gehört sich das als YouTuber auch. Jetzt habt ihr noch die ultimative Chance, hier einmal 2 funky Videos anzuschauen. Einmal PPAP von uns und einmal PPAP von BA. Warum schon wieder BA, Mann? Ich kann ja nicht leiden. Leute, macht's gut. Abonnieren!